Hey Leutchens. Und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Wir spielen Assassin's Creed. Und ja, begeben uns mal auf die Mission, die Radnor-Lodbrok betrifft. Genau. Es gab hier den kleinen Brief, den möchte ich euch gerne einmal zeigen. Und danach reisen wir nach Engerland zurück. Machen die Mission, denn hier sind wir fertig, haben da das ein oder andere gefunden. Okay. Wir wollen zur Welt und zum Atlas. Ah, da Y. Und zurück. Okay. Oh ja, das machen wir dann auch bald. Eine Insel der Ruhe in diesem Land der Unrast. Dennoch, mein Traum voll Feuer verfolgt mich. Es täte gut, mich unter meinem alten Lieblingsbaum auszuruhen. Dort konnte ich immer Frieden finden. So, wir müssen noch ein ganz schönes Stückchen reisen. Ich muss mal gucken, ich gucke gerade Vikings. Und wo jetzt so die ganzen Gebiete sind. Ah, das ist Mercia. Das ist echt riesig. Ach nee, das ist Mercia. Ich sehe die kleinen Grenzen gar nicht. Weiß gar nicht, wo der ist. Ich meine, ja, ist England. Nein, West Saxa. Wo ist das jetzt? Da waren sie zuerst. Na gut. Reisen wir mal hier hin und ja, machen das mal. Es fühlt sich so verkehrt an. Zack. Klatsch. Auf ein neues. Wir hatten, oder ich habe in der Zwischenzeit noch die restlichen Punkte ausgegeben. Wir hatten 9 Stück. Und habe die jeweils 3 verteilt. Wo ist denn das Ding? Das hier? Sehr gut. Sind wir schon draußen? Ja. Habe ich gerade ganz schön verguckt. Ich dachte, hier rechts in der Nähe ist eine Brücke. Aber weit und breit ist nichts zu sehen.
Sie passt zu dem, was über Ragnar Lodbrok geschrieben stand. Sind denn noch ein paar? Der Käfig, in dem man ihn gefangen hielt. Der Ort ist verlassen, als kehrte man nach einem Ritual nie wieder zurück. Hier, an diesem Ort, fand Ragnar Lodbrok sein Ende. Er muss nackt gewesen sein, voller Blut. Und jeder Tropfen sank in diese Grube. Der größte Dränger von allen. Am Ende König Erlas Beute. Diesen Tag habe ich tausendmal gesehen. Balda hält den Met für mich bereit. Ich heiße meinen Einzug in das Land der Helden willkommen. Verhöhnt, erniedrigt, verspottet. Und seine Ehre gab nicht nach. Die Feiglinge warfen ihn den Schlangen vor. Sie hatten mehr Angst als er. Ich stelle mich dem Tode mit durstigen Lippen. Mein Vermächtnis wird nicht verblassen. Es ist in die Herzen derer geritzt, die an meiner Seite kämpften. Umringt von giftigen Schlangen, stand er aufrecht und sprach mit Ehre und Rückgrat für alle, die ihr Leben dem Ruhm verschrieben. Oh, die jungen Schweine werden grunzen, wenn sie erfahren, was der alte Eber erdulden musste. Du wirst sie treffen, Ella. Sie werden kommen. Seine Männer kamen zu spät, um ihn zu retten. Die, die für ihn kämpften, liebten ihn zutiefst. Ihr Eid war ungebrochen. Ich habe deine Drängier zu dir gesandt, großer König. Du wirst wieder mit ihnen vereint sein. Dort, wo er starb, schimmert etwas in der Erde. Etwas ist in der Grube. Etwas, das zurückgelassen wurde? Was finden wir? Ragnars Dolch. Ein edler Sachs aus Damaszener Stahl. Sehr gut. Den pimpen wir mal noch. Also zurück in die Heimat. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch machen. Da haben wir auch noch ein paar. Eins. Zwei. Sehe ich noch ein drittes? Nee, da bin ich zu weit da. Tatsächlich nur die zwei? Ich meine ja. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber sieht so aus wie hier. Nur die zwei. Und Brigids Namen danken. Unsere Hochzeit war der beste Tag meines Lebens. Und ohne dich wäre er niemals so schön geworden. Es war mir wahrlich eine Freude, Gunnar. Schön. Was kannst du mir heute anbieten? So, wir hatten Öhren durch. Das gefällt dir wohl ganz gut. Welche waren das nochmal?
müssen wir alle. Na komm. Danke, dass du diesen Händen deine Ausrüstung anvertraut hast. Haben ja ganz, ganz viele Ressourcen. Da können wir ruhig das ein und andere auch verbessern. Wir haben ganz schön viele Sensen. Okay, das ist nicht wirklich schöner geworden. Es wird dir gut dienen. Ich meine, es müsste der sein. Du hast ein Auge für hohe Güte. Ist es das, was du suchst? Hier, Elmar. Jetzt kannst du dich allem stellen. Auch nicht wirklich besser geworden, beziehungsweise hübscher. Aber ich denke mal, bei einer Waffe geht es auch nicht darum. Können wir mit zwei Dolchen kämpfen? Bestimmt. Das ist ziemlich gut. Oh, sieh nur, wie mächtig es nun ist. Sehr gut. Machen wir erstmal an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und hoffe, dass es euch gefallen hat. Dürft ihr gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert, ein paar Däumchen da lasst und beim nächsten Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, Chris. Bye.